das ist ein Split End. Und Split End bedeutet, dass wir eine Linie haben, die teilt sich in zwei Linien auf. Diese Linien teilen sich hier auch wieder in zwei Linien auf. Und immer so weiter, sodass wir am Ende bei 256 Enden sind, die hoffentlich alle gleichzeitig umfallen. Ja, die Mausefallen sind der große Schlusseffekt. Wenn alle gleichzeitig ausgelöst werden, dann werden die Knicklichter, die auf jeder Mausefalle liegt, ein Knicklicht. Und die werden dann hoffentlich alle gleichzeitig durch den Raum fliegen, was einen sehr spektakulären Effekt ergeben soll. Vor jeder Mausefalle sind zwei Steine, die übereinander geklebt sind. Und das hat den Grund, dass diese zwei Steine einen größeren Schwung haben und so sicherer die Mausefalle auch auslösen können, als es nur ein Stein tun könnte. Ich glaube, dass der große Schlusseffekt, wenn alle Mausefallen gleichzeitig auslösen, sehr einzigartig ist. Und wenn es wirklich so klappt, wie wir es geplant haben, dann ist das eins meiner Lieblingsprojekte, weil sie so eine Art von Split-End, wenn alles gleichzeitig umfällt, ist doch sehr schwer zu beschreiben und es ist einfach schön anzusehen. Alle bereit? Ja. Und Licht aus? 3, 2, 1.